In diesem Video zeige ich dir, wie du dich auf der Krypto-Plattform Platincoin registrieren bzw. anmelden kannst. Wenn du auf den Link geklickt hast bzw. in den Browser hineinkopiert hast, dann kommst du auf diese Oberfläche und dann gehst du hier auf Registration. Du kannst auch hier vorher noch die Sprache umstellen. Stell mir um auf Deutsch. Dann gehst du hier auf Registrierung. Hier draufklicken. Dann steht hier dein Sponsor. Dann gibst du hier die E-Mail-Adresse ein, hier draufklicken. Dann ein Passwort dazu. Das Passwort muss mindestens 8 Zeilen haben. Sinnvoll ist natürlich, das Passwort aufzuschreiben. Hier Passwort bestätigen. Dann hier den Namen, den Vornamen und hier den Nachnamen. Dann die Nationalität hier draufklicken, etwas runterscrollen. Und dann hier diese Punkte durchlesen und dann bestätigen. Hier, ich bin kein Roboter. Und dann hier unten auf Registrieren. Registrierung erfolgreich. Eine Nachricht, die Sie zur Bestätigung Ihrer Anmeldung anfordert, wurde an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Ich logge mich jetzt in mein E-Mail-Konto ein, beziehungsweise wechsle um in meine E-Mail-Adresse. Und hier sehe ich schon Platincoin Info. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, klicke hier drauf und hier Bestätigung der E-Mail-Adresse. Hier draufklicken und somit ist die Kontoregistrierung erfolgreich. Und hier draufklicken bei Anmelden und dann kannst du dich in dein Backoffice einloggen. Dann das Passwort eingeben, also mit E-Mail-Adresse und Passwort und hier jetzt anmelden und jetzt bin ich bereits in meinem Backoffice von Platincoin. Dann kommst du auf diese Oberfläche und hier muss man sich zuerst verifizieren, also hier sieht man unverifiziert und als erstes hier auf Allgemein gehen, beziehungsweise wir sind auf Allgemein und hier zuerst muss man ein Foto hochladen. Befolgen Sie folgende Anforderung an Ihr Foto. Foto muss den Kontoinhaber zeigen. Die Fotoauflösung sollte nicht weniger als 300x300 Pixel sein. Und die Fotogröße sollte nicht größer als 1 Megabyte sein. Fotoformat JPEG oder PNG. So, hier draufklicken. Dann wieder hier, dann kommst du auf deinen Computer. Und dann musst du hier wohl ein Foto aussuchen und das dann dementsprechend hochladen. Ich mache das aber dann später. Und hier jetzt hinunter scrollen. Accountart, also Kontoart. Privat oder Business, ich bleibe bei Privat. Dann Security, also Sicherheit. Only Attention Wallets or All Wallets, also ich bleibe hier bei Attentional Wallet. Und I want to receive invoice by E-Mail, also wie willst du deine Rechnung bekommen? Bei E-Mail oder Don't Send E-Mail, ich sage per E-Mail. Hier dann die Profildaten, den Vornamen, den Nachnamen, das Geschlecht. Dann weiter scrollen, dann das Geburtsdatum. Da öffnet sich ein Fenster, dann muss man das Jahr anklicken, den Monat und den Tag. Dann den Standort, also das Land, wo du lebst, dann die Stadt dazu. Dann die erste Adresse, also erste Zeile der Adresse, Straßennummer, die Hausnummer. Dann unterhalb die Postleitzahl. Dann hier die Telefonnummer, das ist zwar kein Pflicht, also überall wo ein Sternchen ist, ist ein Pflichteintrag zu machen. Und hier kann man auch noch Facebook, Webseiten, Viber, Skype, Handynummer angeben. Kann ich im Moment weglassen und gehe hier unten dann auf Sichern.
Also hier noch einmal sichern und Glückwunsch-Änderung wurden erfolgreich gespeichert. Das wäre der erste Schritt für die Verifizierung. Dann nochmal hoch und hier nochmal zur Verifizierung Nutzerprofil. Da ist momentan in Arbeit, das wird demnächst eröffnet und hier kann man dann noch die Telefonnummer eintragen und dann wird diese verifiziert, derzeit unverifiziert. Das wäre es gewesen für die Registrierung auf dieser Plattform. Den Link für diese Plattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na, dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch okay. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.